Hexerblick. Seit der Audienz mit seinen Anhängern im Heiligtum an diesem Morgen quälte Guru Masamyasara der Verdacht, dass er dem einarmigen Mann schon einmal begegnet war. Er musste mindestens 10 Jahre her sein, und der Mann, Nimrods Butler, war Engländer gewesen, während dieser hier, der Mann von heute Morgen, der sich Mr. Gupta nannte, Inder war. Trotzdem hatte dieser Neuzugang im Ashram etwas an sich, was ihn stark an Nimrods Butler erinnerte. Aber was? Der Guru war damals Arzt gewesen mit einer gut gehenden Londoner Arztpraxis, die sogar die Frau des britischen Premierministers zu ihren Patienten zählte. Genau aus diesem Grund hatte man ihn an einem April-Tag gegen Ende des letzten Jahrhunderts früh morgens in der Downing Street geholt und gebeten, sich um den Premierminister persönlich zu kümmern. Es gibt nicht viele Ärzte, die dessen seltsame Symptome erkannt hätten, denn oberflächlich betrachtet schien der Premierminister an der Wahnvorstellung zu leiden, ein etwa 12 Jahre altes Mädchen zu sein. Die meisten Ärzte, überlegte der Guru, hätten den PM für wahnsinnig erklärt und ihn in die nächste Irrenanstalt eingewiesen. Aber Dr. Vanakula Surya, wie Guru Masamyasara sich damals nannte, hatte richtigerweise erkannt, dass der PM von einem boshaften Djinn besessen war. Mit der Absicht, die Bekanntschaft seines verstorbenen Vaters mit Nimrod zunutze zu machen, hatte sich Dr. Vanakula Surya unverzüglich zum Haus des Djinn begeben und ihn um Hilfe gebeten. Bei dieser Gelegenheit war er Nimrods einarmigen Butler begegnet. Das musste es sein. Dieser Mann, dieser Mr. Gupta, hatte ebenfalls nur einen Arm. Damals war es ihm merkwürdig erschienen, dass jemand wie Nimrod einen einarmigen Diener einstellte. Doch diese Tatsache war nicht halb so merkwürdig wie das, was sich wenig später abspielen und Dr. Vanakula Surya veranlassen sollte, die Medizin aufzugeben und wie sein Vater ein heiliger Mann zu werden. Also war er kurz nach der Djinn-Austreibung in der Downing Street nach Indien zurückgekehrt, hatte mit Hilfe des durch den Verkauf seiner Londoner Praxis erzielten Erlös die rosa Festung von Lucknow erworben, den Jaya Shoh Ashram gegründet und sich selbst zum Guru erklärt. Inzwischen war der Ashram der Mittelpunkt eines weltweiten Netzwerkes von mehr als 50 spirituellen Zentren und der Guru hatte tausende von Anhängern. Dies machte das Ganze zu einer hochprofitablen Angelegenheit und das Letzte, was der Guru gebrauchen konnte, waren neugierige Schnüffler, die ihm ins Handwerk pfuschten. Vor allem, wenn diese womöglich mit Nimrod in Verbindung standen. Daher beauftragte der Guru kurz nach Mitternacht einige der größten Sadaks, der Bahutbaya Janbashani, seiner wunderbaren Leibwache, diesen Mr. Gupta zu ihm zu bringen, damit er ihn ausführlich danach fragen konnte, wer er war und was er mit seinen Kindern im Ashram verloren hatte. Die Sadaks waren auf dem Weg zum Wohnheim, als sie Gronan entdeckten, der sich am Brunnen herumtrieb. Als er merkte, dass ein größeres Aufgebot auf ihn zukam, bekam Gronan es mit der Angst zu tun. Als erstes warf er das Funkgerät in den Brunnen und hoffte, dass es keines der Kinder treffen würde. Darauf vertrauend, dass die Djinn-Kinder selbst auf sich Acht geben konnten, nahm er Fuß von der Bremse, die den Eimer kontrollierte, steckte seinen neuen Arm ins indische weite Hemd, das er trug, und setzte eine Unschuldsmiene auf. Mr. Butote, der größte der Sadaks, deutete mit böser Miene auf Gronan. »Was machen Sie hier?« fragte er auf Hindi. »Wissen Sie nicht, was es verboten ist, nach Mitternacht den Schlafsaal zu verlassen?« »Ich bin gerade mit der Arbeit im Callcenter fertig geworden«, sagte Gronan. »Ich habe stundenlang gesessen und wollte mir an der frischen Luft nur ein bisschen die Beine vertreten.« »Der Guru will Sie sehen«, sagte Mr. Butote. »Sie müssen mitkommen.« »Der Guru will Sie sehen«, sagte Mr. Butote. »Sie müssen mitkommen.« »Mich? Aber warum?« »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.« »Aber zu dieser nachtschlafenden Zeit?« Gronan tat, als müsste er ein Gähnen unterdrücken. »Hat das nicht bis morgen Zeit? Heute Nachmittag Yoga, dann das Callcenter. Ich bin völlig erledigt.« »Es hat keine Zeit«, beharrte Mr. Butote. »Wir haben unsere Anweisungen. Wenn der Guru jetzt gleich sagt, dann heißt das auch jetzt gleich. Außerdem schläft der Guru nie. Um genau zu sein, hat er seit 12 Jahren nicht mehr geschlafen.« »Tut mir leid, das zu hören«, sagte Gronan. »Schwere Schlafstörungen, nehme ich an?« »Nein«, erwiderte ein anderer Sadak. »Ihm geht viel zu viel durch den Kopf, um die Zeit schlafen zu verplempern.« »Der arme Kerl«, sagte Gronan, folgte den Sadaks zurück zum Heiligtum. »Wie schrecklich für ihn!« »Es ist überhaupt nicht schrecklich«, beharrte Mr. Butote. »Seine Nächte sind großen Gedanken gewidmet, und da er uns an seinen großen Gedanken teilhaben lässt, werden wir dank ihm alle erleuchtet.« »Ja«, sagte Gronan wenig überzeugt. »Die großen Gedanken des Gurus würden wir sicher alle sehr vermissen.« John packte das Seil und die Hand seiner Schwester und brachte beides zusammen. »Du schaffst, Phil«, sagte er. Deepak war bereits 10 Meter hinaufgeklettert und hatte den eingefallenen Teil des Schachtwand fast erreicht.
Philippa war halb betäubt, ihre Zähne klapperten wie die Hufe eines kleinen Ponys. Im Sportunterricht der Schule war sie nie besonders gut gewesen und hätte man sie zu Hause in New York aufgefordert, ein Seil 10 Meter hinaufzuklettern, hätte sie vermutlich behauptet, das könnte sie nicht. Jedenfalls nicht ohne auf dezente Weise mit Ginkraft nachzuhelfen. Aber es gibt Momente, in denen wir durch Gefahr oder Verzweiflung zu großen körperlichen Anstrengungen und Leistungen befähigt werden, und dies war zweifellos ein solcher Moment. John musste Philippa also nicht weiter drängen, sie packte das Seil, zog sich daran hoch, bis sie auf dem Rand des abgetauchten Kübels stehen konnte und begann zu klettern. Während er darauf wartete, dass die Reihe an ihn kam, steckte John den Kopf unter Wasser, um sich umzusehen. Als er wieder auftauchte, schüttelte er sich und keuchte. »Das geht mindestens nochmal 30 Meter runter bis zum Grund, aber das Wasser ist ziemlich klar.« »Bitte«, rief Philippa, »ich will es lieber nicht wissen.« Wieder schlug etwas Schweres auf dem Wasser auf, und sie und John hoben die Köpfe und sahen, wie Deepak sich mit den Händen am Seil festhielt, während er mit den Füßen gegen den eingestützten Teil der Schachtwand trat. Wieder löste sich ein Stein und fiel ins Wasser, dann noch einer. »Vorsicht«, schrie John, »er hat mich fast getroffen.« »Tut mir leid«, rief Deepak und warf noch ein paar Steine herunter, ehe er sich in die große Öffnung buxierte, die er geschaffen hatte. »Kommt drauf«, rief er über die Schultern. »Ich denke, hier ist genug Platz, und versucht die Taschenlampe mitzubringen, wenn ihr hochklettert.« Philippa brauchte eine geschlagene Viertelstunde, ehe sie das Sims erreichte, doch das kräftezehrende Unternehmen forderte seinen Preis. Als sie versuchte, von dem Debug geschaffenen Hohlraum Halt zu finden, warf sie versehentlich einen weiteren Stein hinunter, doch statt wie alle anderen einfach nur ins Wasser zu plumpsen, traf sie die Taschenlampe, die John auf dem Mauervorsprung abgelegt hatte, und riss sie hinab. Deepak schrie entsetzt und auf, und John, der inzwischen fast halb oben war, blieb nichts anderes übrig, als wieder hin ins Wasser zu springen, um ihre einzige Lichtquelle zu retten. Obwohl sie eigentlich nicht wasserdicht war, leuchtete die Taschenlampe aus irgendeinem Grund weiter, was es John erleichterte, ihr in die Tiefe des eiskalten Quellwassers zu folgen. Mit kräftigen Beinschlägen schlängelte er auf das Licht zu und versuchte es erst mit einer, dann mit beiden Händen zu packen. Zweimal berührte er die Taschenlampe mit den Fingern, konnte sie aber nicht festhalten. Erst beim dritten Versuch, als ihm fast die Luft ausging, bekam er sie endlich zu fassen. In dem Moment sah er sie, eine geschlängelte, ins Mauer gekratzte Gestalt, die dritte Kobra. Ihm blieb keine Zeit, noch einmal aufzutauchen, um Luft zu holen. Er glaubte nicht, dass er genügend Kraft haben würde, um noch einmal bis hierher abzutauchen und anschließend am Seil hinaufzuklettern. Entweder jetzt oder nie. Er schwamm auf die dritte Kobra-Markierung zu und mit gerade genug Licht, um sie zu sehen, was er tat, stieß er den Meißel in den Mörtel und den Stein zu lockern, den Colonel Killigranky tiefer graviert zu haben schien als die ersten beiden. Um ganz sicher zu gehen, hatte er sogar eine 3 in den Stein daneben geritzt. John spürte, wie sich der Stein bewegte, und trieb den Meißel tiefer hinein, um ihn herauszuhebeln. Philippa saß im Dunkeln auf dem Sims und wartete mit einer Mischung aus Stolz und Sorge auf ihren Bruder, denn sie hatte Angst, dass er der eisigen Kälte des Wassers zum Opfer fallen könnte. »Warum kommt er nicht wieder hoch?«, murmelte Deepak. Philippa gab keine Antwort, doch dann, als sie ihm gerade hinterher springen wollte, kam das Licht an die Oberfläche und mit ihm, zu ihrer großen Erleichterung, John. Er rief etwas und hielt einen Gegenstand hoch, einen kleinen Lederbeutel, wie es schien. »Ich hab es«, rief er außer Atem und hielt den Beutel triumphierend in die Luft. »Ich hab das Amulett.« »Super gemacht, John«, rief Philippa, die unendlich froh war, dass es ihrem Bruder gut ging. »Toll«, schrie Deepak. »Gute Arbeit, John. Jedenfalls glaube ich das. Ich habe den Stein mit der dritten Kobra-Markierung entdeckt, als ich der Taschenlampe nachgetaucht bin. Die habe ich übrigens auch.« »Offensichtlich«, bemerkte Deepak. »Gut gemacht«, rief Philippa. »Ohne das Licht sind wir erledigt.« »Es war in etwa 3 Meter Tiefe. Ich musste meinen gesamten Atem in das Loch stecken und einen Moment lang bin ich sogar hängen geblieben. Ich dachte wirklich, ich müsste ertrinken.« Die Taschenlampe flackerte und erlosch für 1 oder 2 Sekunden, was den Dreien einen Vorgeschmack auf ein Finsternis bot, die so undurchdringlich war, dass man sie fast mit den Händen ergreifen konnte. »Hoffen wir, dass sie nicht schlapp macht«, rief John und hob sich die Taschenlampe und den Lederbeutel unter den Gürtel, ehe er zum Seil schwamm und sich an den Aufstieg machte. »Was hat sich der Könne nur dabei gedacht?«, schimpfte Deepak. »Das Amulett unter Wasser zu verstecken.« »Ich wette, das Wasser stand noch nicht so hoch, als der Könne die Markierung angebracht hat«, vermutete Philippa. »Der Wasserpegel muss gestiegen sein, nachdem die britische Armee den Brunnen repariert hat.« John war müde nach den Anstrengungen im Wasser, müde und sehr, sehr durchgefroren, so dass er das Seil nur quälend langsam heraufkam. Ein- oder zweimal rutschte er sogar ein Stück ab und scheuerte sich im rauen Seil die Hände auf, was ihn zumindest von den Schmerzen seinen kraftlosen Schultern ablenkte. Endlich schaffte er es, einen Fuß in die Öffnung zu setzen.
Deepak packte ihn am Hemd und zog ihn mit einem gewaltigen Ruck ins Loch, so dass John über ihn fiel und noch mehr Steine und Staub herabregneten. Wieder flackerte die Taschenlampe. John rollte hustend von Deepak herunter, zog die Taschenlampe aus dem Gürtel und betrachtete sie prüfend, als sie plötzlich ganz ausging und die Kinder in völlige Finsternis stürzte. Vorsichtig klopfte John auf die Lampe in der Hoffnung, dass sie vielleicht weiterleuchten würde, doch dieses Mal tat sie es nicht. »Na super«, sagte Deepak. »Einfach super. Was sollen wir ohne die Taschenlampe machen?« »Wenn ich sie auseinandernehme«, sagte John, »trocknet sie vielleicht. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht weiter funktionieren sollte, wenn man ihr ein bisschen Zeit lässt.« Deepak atmete schwer und es war offensichtlich, dass die Dunkelheit sich bereits auf seine Klaustrophobie auswirkte. Er wühlte blind in seinen Taschen und fand eine Cola-Tablette. Sie zerfiel in feuchte Krümel, als er sie in die Hand nahm, so dass er sie förmlich auflecken musste. »Wichtig ist, dass wir jetzt nicht durchdrehen«, sagte John, »und keine plötzlichen Bewegungen machen, damit niemand vom Sims ins Wasser fällt.« Er schraubte den Deckel vom Griff der Taschenlampe ab. »Wer weiß, vielleicht sind wir schneller trocken und warm als die Lampe. Dann wären unsere Probleme jedenfalls gelöst.« Deepak beruhigte sich wieder. Cola-Tabletten wirken sehr schnell. »Okay«, sagte er. »Hoffen wir mal, das klappt. In der Zwischenzeit«, sagte John, »könntest du hier noch ein bisschen Platz schaffen.« Er ließ die Batterien in seine Hand gleiten und drehte die Taschenlampe auf den Kopf, um sämtliche Flüssigkeiten herauslaufen zu lassen. »Kann ich irgendwas tun?«, fragte Philippa. »Klar«, sagte Deepak. »Und ich fange hinter uns an zu graben. Und du wirfst die Steine und Mauerbrücken, die ich dir gebe, ins Wasser, weil du näher am Rand sitzt als ich.« Er zwängte sich, soweit es ging, in den Hohlraum, holte eine Handvoll Gestein heraus und reichte es Philippa. »Hier«, sagte er. »Die Wand ist ziemlich brüchig, also kann es nicht allzu schwer sein. Jetzt weiß ich jedenfalls, wie sich ein Maulwurf fühlt.« Philippa ließ die Brocken mit Mauerwerk, die Deepak ihr gegeben hatte, in den zugigen Abgrund fallen. Kurz darauf hörten sie es ins Wasser fallen. John blies in den Batterieschacht der Taschenlampe und legte die Batterien und den Schraubdeckel dann vorsichtig zwischen seine Beine, damit nichts verloren ging. Ohne Zweifel sah es ohne die Taschenlampe für sie nicht gut aus, aber selbst mit dem Licht war ihm nicht klar, was sie tun konnten. Insgeheim war er, was die Chancen anging, nicht halb so zuversichtlich, wie er Deepak und Philippa hatte einreden wollen. Es war kalt im Brunnenschacht. Zu kalt, um ihre Djinn-Kräfte zu nutzen zu können. Kalt und dunkel, so dunkel, dass sie die Hand nicht vor Augen sehen konnten, selbst wenn sie nur einen Zentimeter entfernt war. Sie saßen wirklich in der Klemme, und je länger er darüber nachdachte, desto mehr war John davon überzeugt, dass ihre Rettung aus dem Brunnen ganz allein von Gronin abhängen würde. Ihre größte Hoffnung war es jetzt, dass, was immer ihm widerfahren war, nur von kurzer Dauer sein würde. »Guru Ma Samya Sara«, in Hindi bedeutet Ma, Samya, Sara, »ich verstehe euch alle«, stieg von seinem Zahnarztstuhl herab und kam langsam auf Gronin zu, während er ihn mit seinem wildesten Hexerblick fixierte. Gronin, der zwischen zwei größeren Sadaks eingezwängt war, ertrug die Prüfung des heiligen Mannes ohne ein Wort und beklagte sich selbst dann nicht, als der Guru ihm eine übelriechende Hand auf den Kopf legte und die Augen schloss, als wollte er Gronins Gedanken lesen. »Sind wir uns schon einmal begegnet?«, fragte der Guru, ohne sich zu bewegen. »Nicht vor dem heutigen Tag«, erwiderte Gronin. »Ich meine, dem gestrigen. Und an eine so herausragende Persönlichkeit wie euch, eure Herrlichkeit, würde ich mich mit Sicherheit erinnern.« Hinter den Augenlidern rotierten die Augäpfel des Gurus, als folgten sie der Umdrehung der Erdkugel. Dann wiederholte er die Frage, als habe er Gronin überhaupt nicht zugehört, und es glaubte ihm einfach nicht, es war schwer zu sagen, was davon zutraf. »Nein«, sagte Gronin. »Und doch.« Aus der Nähe betrachtet kam ihm der Guru tatsächlich ein wenig bekannt vor. Es war fast so, als seien sie sich vor vielen Jahren wirklich schon einmal begegnet. Vor allen Dingen der Mundgeruch des Gurus kam Gronin bekannt vor. Er roch wie ein Fisch, aber mit nichts als einem Töpfchen Joghurt, zur Gesellschaft an einem sehr heißen Tag in einer Plastiktüte verwendet war. Und hinter dem struppigen Rauschebart verbarg sich ein Gesicht, das Gronin vielleicht doch schon einmal gesehen zu haben meinte. Allerdings irritierte ihn der Bart. Oder besser gesagt, das, was sich alles daran befand. Denn jetzt, wo er Guru Ma Samya Sara aus der Nähe sah, erkannte Gronin all die Essensreste, die sich in diesem Gestrüppe verfangen hatten, nachdem sie ihm bei den verschiedenen Mahlzeiten in vergangenen Wochen aus dem Mund oder vor der Gabel gefallen waren. Ein Maiskorn, ein oder zwei Pilaf-Reiskörner, eine gefüllte Nudel, ein Orangenkern und eine Spaghetti. Von dem alten Kaugummi und dem Zigarettenstummel und dem Rotzstreifen gar nicht zu reden. Sie müssen wissen, dass ich in Bezug auf Menschen ein eingebautes Frühwarnsystem habe,
erklärte der Guru mit seiner dünnen und betont britischen Fistel-Stimme und spreizte die Finger auf Gronins Kopf wie die Tentakel eines Oktopusses. Und Sie, mein Freund, Sie machen mir Sorgen. Ich wüsste nicht, warum, wirrte Gronin. Ich bin ein Niemand. Oh nein, kicherte der Guru immer noch mit geschlossenen Augen. Ich sage jedem, der in den Ashram kommt, dass er einzigartig ist. Du bist einzigartig, sage ich zu ihm. Und das stimmt, jeder Mensch ist jemand. Er redete, als hätte er den Kopf gerade aus den Wolken gezogen. Vor allem die Leute, die behaupten, niemand zu sein. Langsam öffnete er die Augen. Vielleicht verwechseln Sie mich mit jemandem, Sir. Jemanden, mit dem ich ähnlich sehe, vielleicht? Das glaube ich nicht, sagte der Guru. Sie sind ein sehr vornehmer Mann, Mr. Gupta, und ich bin in meinem Leben nur wenigen Männern mit nur einem Arm begegnet. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich eigentlich nur an einen einzigen einarmigen Mann erinnern. Ronan lächelte. Nun ja, wenn das so ist, verstehe ich, warum ich Ihnen bekannt vorkomme, sagte er kühl. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Es ist äußerst ungewöhnlich, nur einen Arm zu haben. Ich bin selbst noch nicht vielen Einarmigen begegnet. Ronin hielt es das Beste, den Guru zu überzeigen, dass er sich geirrt hatte. Aus diesem Grund zog er unversehens seinen neuen Arm aus der zweiten Kurta. Aber wie Sie sehen, Sir, habe ich zwei Arme. Eigenartig. Der Guru runzelte die Stirn. Wirklich eigenartig. Ich hätte schwören können, dass Sie nur einen Arm haben, sagte er. Aber warum verstecken Sie Ihren Arm auf diese Weise? Er nahm Ronins Hände und drückte sie, als wollte er prüfen, ob sie echt seien. Ihre Yoga-Lehrerin Miss Crabb hat es auch gedacht. Sir, ich gebe zu, dass ich gehofft hatte, mich als Einarmiger vor dem Yoga drücken zu können. Deshalb habe ich den Arm versteckt. Das war falsch von mir und ich entschuldige mich dafür. Aber Sie haben ihn sehr geschickt versteckt. Es ist so, Sir. Ich war früher Zauberer, sagte Gronin. Er hielt es für das Beste, wenn sich seine Geschichte mit derjenigen deckte, die Kinder bereits Jagannatha erzählt hatten. Und ich habe mich oft als Einarmiger ausgegeben, um das bei einigen meiner Zaubertricks einzusetzen. Jetzt drückte Gronin die Hand des Gurus. Ich entschuldige mich für dieses Täuschungsmanöver, Sir, aber wie Sie sehen, müssen Sie mich mit jemandem verwechselt haben, ganz bestimmt. Gronin lächelte und gestattete sich einen kleinen Witz. Schließlich kann mir ja schlecht seit gestern ein neues Körperteil gewachsen sein, nicht wahr? Guru Mazam Yasara ließ Gronins Hände los und packte seinen Bart, den er drehte, als wollte er einen Gedanken oder einen Einfall aus dem grauen Gestrüpp erwürgen. Stattdessen löste sich das Maiskorn und fiel in den grauen Pelz, der auf seinem Brustkasten spross wie ein Haufen alter Sprungfedern. »Nein, das geht wohl nicht, Mr. Gupta. Falls das wirklich Ihr Name ist, da stimme ich Ihnen zu. Wachsen kann Ihnen ein neuer Körperteil nicht. Aber vielleicht wurde er von einem Djinn angefügt.« »Von einem Djinn?« Gronin tat, als müsste er sich ein Lächeln verkneifen. »Nun ja, Sir. Wenn man an die Existenz solcher Wesen glaubt, dann hätte ein Djinn das wahrscheinlich tun können.« »Oh, sie existieren ganz bestimmt«, sagte Guru Mazam Yasara. »Das weiß ich. Ich bin selbst schon einem begegnet, wie Sie vielleicht auch.« »Ich, Sir?« Gronin lächelte. »Oh nein, Sir. Ich bin nur ein einfacher Mann und verstehe nichts von solchen Dingen. Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass nur die hohen Brahmen und heiligen Djinns sehen können. Es sei denn...« Der Guru hörte Gronin gar nicht zu. »Es sei denn, Sie sind selbst ein Djinn. Das würde Ihren kleinen Seiltrick im Aufzug heute Nachmittag erklären.« Er kicherte. »Oh ja, ich habe davon gehört. Meine Anhänger erzählen mir alles.« »Das war wirklich nur ein dummer Streich, Sir«, beteuerte Gronin. »Den indischen Seiltrick wende ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit an, um in Übung zu bleiben, sozusagen.« »Hören Sie, Sir, ich bin kein Djinn, ich bin nur ein einfacher Mann.« »Dann macht es Ihnen sicher nichts aus, sich auf meinen Zahnarztstuhl zu setzen, damit ich Ihren Mund untersuchen kann«, sagte der Guru und bedeutete den beiden Sadaks Gronin zum Stuhl in der Mitte des Heiligtums zu führen. Gronin hatte Zahnärzte auch nie leiden können. Alles an ihnen war ihm ein Graus. Ihre quietschsauberen Finger, ihr dummes Geplapper, ihr nervtötendes, strahlendes Lächeln und ihre fiesen kleinen Folterinstrumente. Am allermeisten verabscheute er den Geruch von frisch aufgebohrten Zähnen, der bei Gronin mit seiner scharfen Nase alle möglichen unangenehmen Erinnerungen an seine Kindheit in Manchester wachrief. »Was haben Sie vor?« rief er, als man ihn auf den Stuhl hob. Der Guru pulte einen Moment geistesabwesend in der Nase, verspeiste das schleimige Resultat und nahm dann von einem Instrumententablett einen Zahnarzthaken, mit dem er sich dem Butler näherte. »Ganz ruhig«, sagte er, »ich möchte nur nachsehen, ob Sie noch alle Zähne haben.« »Zähne?« sagte Gronin.
Was haben meine Zähne damit zu tun? Natürlich wusste er ganz genau, was Guru Masam Yasara überprüfen wollte, hielt es aber für besser, sich in Bezug auf das Tun und Treiben von Jin weiter dumm zu stellen. Vor allem darüber, dass keiner von ihnen Weisheitszähne besitzt. Dennoch war er alles andere als glücklich darüber, die Vorstellung, dass der Guru ihm seine schmutzigen Finger in den Mund stecken wollte, insbesondere jenen, denen er gerade erst grün und klebrig aus seinem Nasenloch zurückgekehrt war. Die meisten Leute glauben, ich hätte diesen Stuhl aus reiner Bequemlichkeit, murmelte der Guru und spähte Gronin in den Mund. Aber natürlich dient er einem doppelten Zweck, wie sie gleich feststellen werden. Da er nicht annahm, dass der Guru ihn wirklich foltern wollte, was ein Glück war, weil Gronin ihm zweifelsohne alles erzählt hätte, was er hören wollte, duldete er widerstrebend die Untersuchung in seiner Mundhöhle. »Du meine Güte«, sagte der Guru und verzog angewidert das Gesicht. »Was hatten Sie zum Abendessen?« Gronin versuchte zu antworten, er gab sich alle Mühe. »Das musst du gerade sagen, Leute, stinkt dir«, herauszupressen, doch mit den Fingern des Gurus und dem Zahnarzthaken im Mund war das unmöglich. Als die zahnärztliche Untersuchung beendet war, trat der Guru zurück, wischte sich die Hände ab dem Bart ab und seufzte enttäuscht. »Nein«, sagte er, »Sie sind kein Djinn, aber wer weiß, was sie mir vielleicht angetan hätten, wenn sie einer gewesen wären. Ich habe vielleicht gesagt, weil ich natürlich auf alles vorbereitet bin.« Er zeigte Gronin ein Medaillon, das er um den Hals trug und das ganz ähnlich aussah wie jenes, welches Nimrod mit der Djinn-internen Post erhalten hatte. »Das ist mein Talisman. Mein Vater, der Fakir, hat ihn angefertigt, um sich vor den Kräften der Djinn zu schützen. Er war ein großer Mann, ein großer Fakir.« Der Guru kicherte. »Ohne dieses kleine Medaillon hätte ich bestimmt nicht versucht, mir ihre Zähne anzusehen. Wenn sie ein Djinn gewesen wären, hätten sie vielleicht...« Guru Masam Yasara kniff die Augen zusammen und bekam wieder seinen Hexenblick. »Moment mal«, sagte er und sah die Sadaks an. »Ist er nicht mit drei Kindern gekommen?« »Ja, Euer Heiligkeit«, bestätigte eine der Sadaks. »Ich frage mich«, sagte der Guru. »Nein, das kann nicht sein. Das wäre zu schön.« »Lassen Sie die Kinder in Ruhe«, sagte Gronin und hoffte dabei, einen möglichst väterlichen Ton getroffen zu haben. »Die Kinder, hm?« Der Guru strich sich über den langen Bart, schnipste ein Reiskorn auf den Boden und legte den Kopf schief, als lauschte er einer unhörbaren Stimme. "1 + 1 + 1 = 3. Sagte er leise und dann ein wenig lauter zu den Sadaks. »Sucht sie und bringt mir die Kinder.«